Jürgen Klopp hat in Dortmund eine Ära geprägt. Er war 7 Jahre lang da, hat den Verein als Trainer übernommen, wo es gar nichts gab beim BVB. Insolvenz, kein Geld, keine Mannschaft. Er hat sozusagen die Identität von Borussia Dortmund Stand heute, ist ja 1:1 mit Jürgen Klopp zu verbinden. Und das ist natürlich auch eine Emotionalität, die auch dahinter steht. Das weiß auch jeder dort. Ich finde das auch, dass das selten eine Kombination mit Jürgen und Dortmund und der Klub so gut zusammengepasst hat. Gute Strukturen mit Watzke, mit Zorc, Klopp, das Zuschauer, das hat einfach gepasst, alles zusammen. Tolle Zeit gehabt und emotionaler Abschied gestern. Und nein, ich denke, dass die Mannschaft davon profitiert hat, von dem Schritt. Ich glaube, den haben sie auch bewusst gewählt. Ein Stück weit Befreiung und hinten raus haben sie das Optimum eigentlich noch rausgeholt aus der Rückrunde. Man sagt doch, glaube ich, landläufig, im Abschied lernt man sich immer erst richtig kennen. Ja. Und ich finde, dass Jürgen Klopp einen Abschied hingelegt hat, ja, à la Bonheur. Mehr geht nicht. Und zwar auf allen Ebenen. Wir haben heute viel geredet über einen Impuls in Mannschaften setzen. Natürlich war seine Rücktrittserklärung ein Impuls für alle. Die Befreiung möglicherweise für die Mannschaft, für ihn selbst. Im Grunde hat er sozusagen so eine Art in anderem Kontext so eine Art Frontcheck gemacht. Wir haben jetzt einen neuen Vertrag, der geht noch bis zum Jahresende. Und jetzt lass uns noch mal volle Pulle gehen bis dahin, alle miteinander, ohne all die Zukunftsfragen. Das muss man erst mal bringen. Ne? Normalerweise hängen Leute nach Erfolgen doch an ihrem Job und alles Mögliche. Und also eine riesen Nummer, auch das eigene Ego sozusagen, ja, so zu prägen, dass man sagt, ich mache jetzt hier Schluss. Ein großer Impuls. Und ja, den gestrigen Tag auch mit diesen Gesten und mit diesen, ja, Worten, ich frage mich ja auch schon die ganze Zeit, also es gibt praktisch kein größeres Kommunikationswunder aus sich heraus als Jürgen Klopp offensichtlich. Ja. Genau das Richtige im richtigen Moment zu machen, zu fühlen und zu sagen. Das ist ein großes, über den Tag hinausweisendes Verdienst. Und deshalb haben zu Recht die Leute geheult. Und ganz ehrlich, so ein kleines Tränchen verdrücken sich wahrscheinlich sogar überzeugte Bayern-Fans, weil es eine geile Zeit war. Eine geile Zeit war. Ich glaube, er hat relativ deutlich angekündigt, dass er sich eigentlich so fit und frisch fühlt, dass er eigentlich direkt weitermachen möchte. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn man bei Borussia Dortmund Trainer war, so erfolgreich Trainer war, was bleibt dann auch in Deutschland oder ob der Blick dann doch eher möglicherweise in Richtung England geht. Weil Sprache ist auch ein wichtiges Medium für ihn. Also die Ansprache seiner Mannschaft, die Motivation, das ist ein Großteil seiner Stärke und die sollte er sich auch nicht berauben. Ich würde ihn jetzt sehr gerne in England sehen. Ich glaube auch, dass er da viel besser hinpasst als nach Spanien. Spätestens seit dem Finale gegen die Bayern in Wembley, ja, fast wöchentlich schreiben die Kolumnisten ihn dahin. Die lieben diesen Typen einfach. England hat auch großen Nachholbedarf, was gute Trainer angeht, die Premier League. Die haben zwar viel Kohle, aber wenig Qualität auf der Trainerbank. Also wäre für mich der logische Schluss.